Das ist der russische Präsident Wladimir Putin im Sommer 2019 bei einer Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan und hier im selben Jahr beim G20-Gipfel in Japan. Im Januar 2020 traf Putin den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in Syrien. Egal ob von Syrien nach Australien, vom Nordpol bis nach Südafrika. Ihr dachtet, James Bond oder Donald Trump reisen mit Stil durch die Welt? Yet! Wenn einer mit Eleganz die Welt bereist, dann ist das unser lieber Wladimir Putin, denn er hat alle Ecken dieser Welt bereist und niemand, wirklich niemand ist so cool und vor allem so sicherheitsbewusst unterwegs wie er. Für den russischen Präsidenten hat Sicherheit die oberste Priorität und so kommen eine Unmenge an Sicherheitsvorkehrungen auf seinen Reisen zum Einsatz. Nachdem ich euch bereits in meinen Videos das Transportsystem des US-Präsidenten, Staatskarossen und Staatspaläste vorgestellt habe, erfahrt ihr in diesem Video, wie und womit Putin sicher von A nach B schwimmt, fährt und fliegt. Doch bevor wir richtig loslegen, noch ein ganz wichtiger Hinweis. In diesem Jahr will ich zusammen mit euch die 1000 Abonnenten für diesen Kanal knacken. Daher vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen und natürlich, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und jetzt ist der Moment, wo das Video richtig losgeht. Also viel Spaß bei Luxus pur. So reist Wladimir Putin. Nach einem ausgiebigen Frühstück bei Wachteleiern und Kaffee und 2 Stunden intensiver Bewegung, um aller Welt seine Männlichkeit zu beweisen, wird Putin von bewaffneten Wachen nicht zu seinem Auto, nein, sondern zu seinem Hubschrauber begleitet. Und so wie sein Kumpel Donald Trump steigt Putin zum Wohle des Volkes regelmäßig in die Luft, damit die Straßen mit seinem Autokorso nicht verstopft werden. Das Volkswohl liegt dem lieben Putin so sehr am Herzen, dass er sogar heimlich einen Hubschrauberlandeplatz mitten in den Kreml anlegen ließ. Und dafür musste der historische Geheimgangsgarten, auch Tanitsky Garten genannt, zum Opfer fallen. Denkmalschützer und vor allem die UNESCO waren wütend. Der Garten gehörte schließlich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der arme Wladimir. Immer wird er missverstanden. Putin wollte doch nur Rücksicht auf Moskaus Autofahrer nehmen. Russlands Äquivalent zur amerikanischen Marine One ist eine aktualisierte Version des bewährten Arbeitstiers, des Mil-Mi-8. Der Mi-8 wurde vom Moskauer Unternehmen Mil-Heck-Helikopterwerke entwickelt. Der Hubschrauber ist mit 2 Turbinentriebwerken und gigantischen Heckklappen ausgestattet und weltweit sind über 17.000 Stück des Mi-8-Hubschraubers als Mehrzweck- und Transporthubschrauber im Einsatz. Der Jungfernflug fand bereits auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 1961 statt. Trotz der großen Verbreitung ist Putins Mi-8-Version dennoch eine Klasse für sich. Putins Ausführung hat die Modellbezeichnung Mi-8MTV oder die NATO-Bezeichnung HIP-H und ist extra für den VVIP-Einsatz konzipiert worden. VVIP bedeutet Very Very Important Person. Damit ist das der Rolls-Royce unter den russischen Hubschraubern. Für Putin immer nur das Beste. Apropos nur das Beste. Würde Putin YouTube gucken, bin ich mir sicher, dass er den Kanal von HP Safari abonnieren würde, weil Männer werden nicht älter, nur die Spielzeuge werden teurer. Also denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Auf den ersten Blick ist eine Mi 8 Premium Version an den quadratischen Fenstern zu erkennen, im Gegensatz zu den runden Fenstern bei gewöhnlichen Ausführungen. Von außen nicht zu erkennen, befinden sich in den langgestreckten externen Kraftstofftanks zusätzliche Hilfsaggregate und Kommunikationssysteme mitsamt Abwehrsystemen, falls jemand Putin angreifen will. Diese Abwehrsysteme umfassen Infrarot-Tauschkörper, im Englischen Decoy Flares genannt, die gegen mit Infrarot-Suchköpfen ausgestatteten Lenkwaffen eingesetzt werden können. Decoy Flares erzeugen Wärmestrahlung und stören damit die Wärmeortung der herannahenden Rakete. Statt Richtung eigentliches Ziel fliegen die Raketen dann Richtung ablenkender Hitzequelle. Und dann ist davon auszugehen, dass Putins Hubschrauber noch über das Laserabwehrsystem vom Typ President S der allerneuesten Generation verfügen müssen. Das President S Verteidigungssystem ist ein in Russland speziell für Flugzeuge und natürlich auch für Hubschrauber entwickeltes System, das die Zielortung herannahender infrarotgelenkter Raketen mit Laser- und Hochfrequenzsignalen stören kann. Tragbare Flugabwehrlenkwaffen, also Manpads, wie beispielsweise die russischen Eagler oder die US-amerikanischen Stinger-Raketen, kann das President-S-System mit Leichtigkeit überlisten. Von innen ähnelt Putins Mi-8MTV sehr dem Marine One der US-Präsidenten. So verfügt die fliegende Luxuslimousine über gemütliche große Clubsessel, hochwertige Holzverkleidung, Sofas, eine Toilette und über die modernsten Kommunikationssysteme, damit Putin immer mit der Außenwelt und mit seinem Kumpel Donald Trump die neuesten Verschwörungstheorien besprechen kann. Zusätzlich kann von hinten durch die markante Hüfte über Muschelschalentüren Gepäck in den Laderaum verstaut werden, ohne die vorne im Salon sitzenden Personen zu stören. Der Mi-8MTV ist Teil der jüngsten Mi 8M-Familie. Die neuesten Versionen des Mi 8 sind am Heckrotor zu erkennen, denn dieser befindet sich auf Backbordseite und nicht an Steuerbord. Oder damit es jetzt auch alle verstehen, der Heckrotor ist bei neueren Modellen links und nicht mehr rechts angeordnet. Mit
all den Sonderausstattungen ist davon auszugehen, dass Putins fliegender Rolls-Royce exponentiell teurer sein muss als die Basisversion. Ich habe im Internet mal dazu geschaut und einen 30 Jahre alten, aber frisch überholten Mi 8 MTV gefunden. Dieser schon ganz schön betagtere Mi 8 MTV kostet immer noch stolze 5 Millionen Dollar und verfügt natürlich nicht über die vielen Extras wie in Putins Ausführung. Über die Größe der Mi 8 Flotte des russischen Präsidenten ist nicht viel bekannt. Obwohl mindestens 2 Hubschrauber in den Farben der russischen Fahne in Weiß, Rot und Blau existieren und zusätzlich wurde eine ähnlich ausgestattete Version in russischer Tarnfleckbemalung gesichtet, bei der es sich möglicherweise um eine Maschine der russischen Armee handeln muss. Von Zeit zu Zeit fliegt Präsident Putin auch mal in einem Mi 8 mit blauen Streifen, der anscheinend von der russischen Fluggesellschaft Aeroflot betrieben wird. Jüngste Vermutungen gehen davon aus, dass Putin über eine Flotte von 4 bis 6 dieser gigantischen Hubschrauber verfügen muss. Und falls Putin mal wieder nicht einen Hubschrauberlandeplatz irgendwo heimlich hinklatschen kann, so gibt es immer irgendwie eine Straße, die zum Ziel führt. Und unser Putin bleibt auch auf der Straße seiner Linie treu. Denn Putin macht natürlich keine Kompromisse bei Komfort und Sicherheit, wenn er auf 4 Rädern unterwegs ist. Ich präsentiere den Aurus Senat. Die neue Aurus Senat Präsidentenlimousine wurde 2018 eingeführt und auf Putins persönlichen Wunsch in Auftrag gegeben. Ziel war es damals, ein Auto russischer Herkunft zu entwerfen, anstatt wie zuvor auf ausländische Marken wie beispielsweise Mercedes angewiesen zu sein. Und Putins Auto macht dem Beast, Amerikas Präsidentenlimousine der Marke Cadillac, starke Konkurrenz. Wladimirs Limousine bietet alles, was das Präsidentenherz begehrt. Modernste Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen, kugelsichere Fenster, gekühlte Champagnerfächer und Ledersitze im Wert von Zehntausenden von Dollar. Das Fahrzeug ist aus allen Richtungen Bomben und kugelsicher und kann 30 Kilometer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h fahren, noch falls alle 4 Vollgummireifen platzen sollten. Und genauso wie das amerikanische Beast oder Erdogans Mercedes lässt sich auch Putin sein schönes Automobil per Flugzeug überall in die Welt zu seinem jeweiligen Reiseziel hinfliegen, damit er dann vor Ort stilvoll und gut geschützt auf 4 Rädern unterwegs ist. Also wenn ich Putin wäre, dann würde ich genauso wie Obama oder Trump mit dem neuen Auto erstmal zum nächsten Five Guys fahren und dann ganz sicher und bequem einen Burger in meiner fetten Limousine genießen. Und nein, es gibt kein Five Guys in Moskau. Putin müsste eventuell nach Amerika fliegen. Apropos Amerika. Die russischen Sicherheitsorgane organisieren Putins Autokorso genauso aufwendig wie die US-amerikanische Präsidentenkolonne. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie eine Autokolonne aufgebaut ist, dann solltet ihr euch unbedingt mein Video anschauen, wo ich die einzelnen Fahrzeuge des US-amerikanischen Autokorsos vorstelle. Das Video habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Putins Chauffeure werden vom Föderalen Dienst zur Bewachung der Russischen Föderation, kurz FSO genannt, bestens ausgebildet. Bewerber um den Chauffeursposten müssen zuvor am Lenkrad großes Können bewiesen haben und sich das Vertrauen erst erarbeiten, den Präsidenten persönlich chauffieren zu dürfen. Unter anderem wird die Eignung der Kandidaten mehrere Jahre durch das Fahren der Begleitfahrzeuge in Putins Autokolonne geprüft. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Ausbildung zum präsidialen Chauffeur länger dauert als ein Medizinstudium. Wöchentlich finden Übungen statt, die das gleichzeitige Schießen und Fahren, den Schutz des russischen Präsidenten im Notfall und das Fahren in einem Explosionssimulator umfassen. Der FSO ist eine mächtige, vielseitig einsetzbare und extrem geheimnisvolle Behörde, die Putins Bodyguards stellt. Somit ist der FSO für die Sicherheit des Präsidenten, seiner Autos, Häuser und so weiter zuständig. Es gibt kaum eine andere russische Behörde, die so verschwiegen und verschlossen ist. Über ihre Aktivitäten können nur Vermutungen angestellt werden. Es gibt keine öffentlichen Daten über die Operationen des FSO. Vielleicht sollte ich mal ein Video über den FSO machen, oder? Was meint ihr dazu? Auf jeden Fall wird jede von Putins Reisen und Fahrten vom FSO bis ins kleinste Detail geplant. Bewaffnetes FSO-Sicherheitspersonal eskortiert Putin auf allen seinen Reisen. Auch wenn Putin mit einem gigantischen Sicherheitsteam verwöhnt sein mag, so ist er jemand, der sich gerne auch mal selbst hinters Lenkrad wirft, um damit Volksnähe und Authentizität zu präsentieren. Man könnte ihm unterstellen, dass das jetzt vielleicht bloße Publicity-Stunts sind, aber Putin hat zum Beispiel 2006 mit George W. Bush einen GAZ-21 gefahren oder 2010 einen Formel 1
Rennwagen oder 2011 hier sogar einen Mähdrescher. Dieses Filmmaterial aus dem Jahr 2019 zeigt sogar seine Unterwasserarbeiten mit einem Unterwasserfahrzeug, dem Sea Explorer 3. Was das genau mit den Aufgaben eines Präsidenten zu tun haben soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber hey, es sieht sehr cool aus und verdammt männlich. Und vielleicht denkt sich ja Putin, hey, die Frauen stehen drauf oder so. Also statt zu tauchen, würde ich lieber fliegen, womit wir zum nächsten Thema kommen. Die Sowjetführer Nikita Khrushchev und Leonid Brezhnev flogen mit einer Iljuschin Il-18 durch die Welt. Ihre Nachfolger Juri Andropow, Konstantin Tschernenko und Michail Gorbatschew waren mit der IL-62 unterwegs. Heute wird dieser Flugzeugtyp nicht mehr für die Personenbeförderung eingesetzt. Der einzige Anführer weltweit, der immer noch eine IL-62 nutzt, ist Kim Jong-un, unser Freund aus Nordkorea. Seit den 1990er Jahren setzen Boris Jelzin und seine Nachfolger Wladimir Putin und Medvedev auf die Dienste der vierstrahligen Il-96. Die Il-96 ist ein Flugzeug des russischen Flugzeugherstellers Iljuschin. Der Erstflug fand noch vor Ende des Kalten Krieges am 28. September 1988 statt. 6 Exemplare sind für die russische Regierung im Einsatz. 4 Maschinen davon tragen die offizielle Bezeichnung Iljuschin Il-96-300PU. Das PU steht für Punkt Upravlenie oder auf Deutsch Kommandoposten. Diese Flugzeuge wurden auf Basis der Passagierversion gebaut, aber stark verändert, um den Ansprüchen als Regierungsjet gerecht zu werden. Aus kommerzieller Sicht ist die vierstrahlige IL-96 alles andere als rentabel und daher werden diese Maschinen heutzutage fast ausschließlich nur noch für staatliche Zwecke eingesetzt oder auf Sonderbestellung für befreundete Nationen montiert. Momentan ist daher Wladimir Putin neben der staatlichen Fluggesellschaft Kubas der einzige Nutzer dieser Flugzeuge. Eine IL-96 ist daher ein Exot und Putins Starts und Landungen ziehen daher immer Fotografen aus aller Welt an. Insgesamt verfügen die Flaggschiffe der russischen Staatsflotte über eine umfangreiche Ausstattung. So gibt es ein Sitzungszimmer mit großem Tisch für 9 Teilnehmer, auch eine Art Wohnzimmer mit großen Sofas und Fernseher stehen zur Verfügung. Auch kann Putin auf einen voll ausgestatteten Fitnessraum zurückgreifen, ein Esszimmer, Duschen und eine kleine Erste-Hilfe-Station und ein geräumiges Schlafzimmer stehen ihm auch zur Verfügung. Über Putins Schlafzimmer im liebevoll auch als fliegenden Kreml bezeichneten Flugzeug ist wenig bekannt. Insgesamt ist die Einrichtung im Russland sehr beliebten neoklassischen Stil mit goldenen Elementen und weißen Ledersesseln gehalten. Ein bisschen Stil muss halt auch beim Fliegen sein. Putins Iljuschin 96 fungiert, wie der Name Kommandoposten schon vermuten lässt, als präsidiales Büro in der Luft. Und so kann Putin ganz bequem von seinem Chefsessel aus die Aufsicht über die Armee, die Korrespondenz mit den russischen Geheimdiensten und die Überwachung von Atomwaffen wahrnehmen. Ganz so, wie es der Stellenbeschreibung für den russischen Präsidenten vorgesehen ist. Und die IL-96 des Präsidenten eignet sich natürlich prima für diese Aufgaben. Was ich ganz besonders interessant fand, waren die verschiedenen Sicherheitssysteme, welche in Putins Flugzeugen verbaut wurden. Als erstes Sicherheitskonzept steht Putin eine Flotte von 4 identischen Maschinen mit der Bezeichnung PU zur Verfügung. Und bis kurz vor Abflug wird nicht verraten, mit welchem der 4 Flugzeuge Putin reisen wird. Und zusätzlich, als zweites Sicherheitssystem, fliegt immer eine zweite von den 4 IL-96 als Ersatzflugzeug mit, falls Putins Hauptflugzeug nach der Landung nicht starten kann. Putins IL-96 wird so gut es geht vom Kampfflugzeugen der russischen Luftwaffe begleitet, die dank Luftbetankung größere Strecken zurücklegen können. Putins IL-96 kann auch in der Luft betankt werden. Da sich die Bedrohungen ständig weiterentwickeln und immer ausgefeilter werden, wächst der Bedarf an adaptiven und reaktionsfähigen Radarsystemen. Daher wurde bei Putins Flugzeugen ein aktives, elektronisch abtastendes Array verbaut, das schnell zwischen Radar, elektronischer Kampfführung und Kommunikationsfunktionen wechseln kann. Ein bemerkenswertes Merkmal der russischen Präsidentenmaschine ist, dass der Flugzeugrumpf aus speziellen, radarabsorbierenden Materialien besteht und Putins fliegender Kontrollposten verfügt über Raketentäuschungssysteme, ähnlich wie seine Hubschrauber. Sollten alle Sicherheitssysteme versagen, so bleibt noch eine letzte Front erhalten. Auch wenn Putins Flugzeug einer fliegenden Festung gleicht, so ist die Tatsache spannend, dass Putins Flugzeug über eine geheime Notfallkapsel verfügt, damit der Präsident im Notfall schnell und sicher das Flugzeug verlassen kann, so wie in Star Wars. Jedoch sind genaue Details zu dieser Kapsel nicht bekannt.
Man könnte denken, dass die Ausgaben für Putins Reisen, für seine feinen Speisen, für die üppige Innenausstattung und für die vielen Begleitfahrzeuge und Fluggeräte Putins Ansprüchen an Luxus genügen sollten. Aber nein, für einen Wladimir Putin ist die Show damit noch lange nicht vorbei. Daran gibt es keinen Zweifel. Auf Gedeih und Verderb hat Wladimir Putin eine lange Glückssträhne hinter sich. Seit dem Abschluss der Olympischen Winterspiele 2014 hat dieser Mann Territorien überall auf der Welt erobert, die man für unmöglich zu erobern hielt. Er hat die Macht im Nahen Osten stabilisiert, den demokratischen Prozess Amerikas in Zweifel gezogen, auf dem Capitol Hill beinahe eine Hysterie ausgelöst und die Solidarität zwischen der NATO und der Europäischen Union ganz schön ins Wanken gebracht. Was also tut unser Yudogi, tragender ewiger Präsident, wenn er mal nicht das größte Atomwaffenarsenal der Welt kontrolliert? Wie entspannt Putin, abgesehen davon, ohne Hemd auf mächtigen Rossen zu reiten und mit seiner Nummer 2 Gewichte im Fitnessstudio zu stemmen? Vielleicht wird auch dazu eine Spritztour auf der 82 Meter langen Superjacht namens Graceful, was so viel heißt wie anmutig oder elegant. Putin mag zwar die Yacht nicht oft benutzen, aber er beeindruckt gerne seine Freunde mit seiner Superjacht. Es ist kein Geheimnis, dass Wladimir Putin sich zwar für einen bescheidenen, demütigen Staatsangestellten hält, aber er ist einer der, oder wenn nicht sogar der reichste Mann der Welt und er hat eindeutig eine Vorliebe für die feineren Dinge des Lebens. Eines dieser Dinge scheint eine einzigartige Superjacht mit einer eher undurchsichtigen Existenz zu sein. Obwohl die Details zur Herkunft der Graceful skizzenhaft bleiben, sind doch so einige Fakten über das Schiff bekannt geworden. Nach einer Planungs- und Bauzeit von 23 Monaten lieferte die Hamburger Traditionswerft Blohm & Voss 2014 die 82 Meter lange Graceful an ihren Eigner. Für das Design des Fünfdeckers war die Firma H2 Yacht Design verantwortlich. Die Kosten beliefen sich damals auf 100 Millionen US-Dollar. Im Unterhalt kostet diese Yacht jährlich 5 bis 10 Millionen US-Dollar. Mit ihren 82 Metern Länge gehört die elegante Stahl- und Alu-Yacht noch heute zu den 100 größten Yachten der Welt. Außergewöhnliche Abmessungen standen aber offensichtlich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste des russischen Präsidenten. Stattdessen legte Putin, wie schon bei seinem Palast am Schwarzen Meer, viel Wert auf einen Indoor-Pool. Diesmal mit den stattlichen Ausmaßen von 15 mal 3 Metern. Und dieser Pool lässt sich bei Bedarf oder im Partymodus in eine Tanzfläche verwandeln. Hierzu fährt die Crew den Poolboden hydraulisch nach oben. Ein Helipad gehört selbstverständlich zur Ausstattung dieses Fünfdeckers, der mit 2x2320 Kilowatt starken MTU-Motoren auf eine beachtliche Maximalgeschwindigkeit von 18,2 Knoten kommt. Die Reichweite gibt die Werft mit 6000 Seemeilen an. Angeblich kann Putin auf seiner Graceful 14 Gäste in 6 Zimmern unterbringen, darunter eine große Präsidentensuite, 2 VIP-Kabinen und 3 weitere Gästekabinen. Das Schiff ist für eine Besatzung von 24 Personen ausgelegt. Die Graceful hat nur wenige unbedeckte oder nicht verdeckte Bereiche und ein für ihre Größe vergleichsweise großes Flugdeck, vermutlich damit dort auch ein fetter Mi-8 Hubschrauber landen kann. Ob auf dem Land, per Luft oder auf dem Seeweg, Putin liebt es nicht nur stilvoll zu reisen, sondern er braucht die Gewissheit absoluter Kontrolle und Sicherheit über sein Land. Und hey, vielleicht könnte die Graceful dem russischen starken Mann einen Moment der Ruhe in einem sehr turbulenten geopolitischen Meer geben. Selbst wenn es für ein Wochenende nur eine ruhige Runde im Schwarzen Meer wäre. Was denkt ihr eigentlich dazu? Mit welchem von Putins Spielzeugen würdet ihr denn gerne mal fliegen oder fahren oder rumschwimmen? Bis bald, euer HP.